Danke. Bitte. Einen schönen Tag. Ebenso. Ciao, ciao. Hasta la vista, Baby. So, das kümmert keiner. Ihr seht aber auch, hinten war keiner, vorne war keiner. Nächster Halt, Maria-Theresien-Straße. War bestimmt eine Heilige, oder? Maria-Theresien? Ich hab nichts gemacht. Auch mal mit Smartphone. Guten Tag. Hallo. Eine normale 220, bitte. Vielen Dank. Bis sehr. Innen kommt keiner, vorne kommt keiner. Machen wir Türen mal zu, senken mal und drücken schon mal den Fahrtrichtungsanzeiger mit dem Hinweis, wir möchten hier gerne abbiegen. Folge 123 hat gerendert. Wir warten nur, bis der gelbe Transporter weg ist, lösen und können rausziehen, weil der grüne Sportwagen, der wartet tatsächlich. So, hier ist dann das nächste Problem. Hier an dieser Kreuzung fahren die Männer nämlich jedes Mal in die Karre. Nächster Halt, Fischerweg. Ich will geradeaus, das ist mir egal. Aber ihr seht, der quetscht sich da einfach entlang. Und im Zweifel muss man es eben so machen. Ist natürlich hochgradig illegal, aber es funktioniert ja komischerweise, ne? Es funktioniert. Ja, ich weiß. Eine Fahrkarte bitte. Sehr gerne. Normale Einzelfahrkarte. 220. Ah, 30, 40, 50. Natürlich, gar kein Problem. Wir haben genug Zeit. Von wo kommt der Rettungswagen? Da hinten ist er gefahren. Es kam uns keiner entgegen, von hinten kam keiner. Nächster Halt, Neue Straße, Ost. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Mhm. So, da kommt schon unser nächstes Hindernis angelaufen. An ihr trampelt, möchte ich fast sagen. Von hinten sehe ich keinen über die Straße. Einmal einschlagen, bitte. So. Jetzt bitte, bitte. Lass A, nichts dazwischen kommen und B, endlich diese Aufgabe erfüllen. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Die Strecke ist so nicht die schlechteste. Aber ehrlich gesagt möchte ich jetzt die Aufgabe erfüllen. Einmal aussteigen, bitte. So. Dann können wir ja jetzt die ganze Nummer noch versieben, wa? Ja, ja. So, einmal hier um den Ecke. Das Blöde ist, dass diese Aufgabe eben ungefähr 19 Minuten dauert. Darf ja nicht länger als 20 Minuten sein. Und das passt natürlich in meine Folgenplanung mit jeweils 15 Minuten so gar nicht rein. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich bis zum Depot noch 10 Minuten hinkriege. Ich muss mir noch was einfallen lassen, merkt ihr? Oh.
Okay. So. Wir fahren wieder zu unserem Dingsdepot hier, was hier an der Ecke ist. Nicht zu unserem Startdepot. Einmal noch mal konzentrieren, jetzt keinen umnageln. Hier wird rot, okay. Ist natürlich hier blöd geblinkt, gar keine Frage. Weil ich ja erst da hinten rein muss, aber egal. Rechtzeitig anzeigen. So, P, 4, C. Parken, Türen öffnen, aussteigen. Wieder hinsetzen. 4. B. Rein in die Butze, muss der Chef reparieren. Nicht vors Regal. So, P. Motor aus. Licht aus. Aussteigen. Und dann interessiert er mich die eingeklemmte Tür überhaupt nicht. So. Wir haben schon wieder ein bisschen Geld verdient. Einnahmen dieser Fahrt waren fast 8000 Euro. Und wir haben einen neuen Profi, die Monika Doyle. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Profi-Busfahrerin. Strecke 16 sind wir gefahren. Verdienen ein bisschen Geld. Das wird immer mehr, ne? Geht mittlerweile 25.910 Euro aus, nur für Gehälter. Haben aber Stufe 23 erreicht, 5 Sterne erwirtschaftet, was wollen wir mehr? Jetzt gucken wir mal auf den Streckenplan. Irgendwas stimmt hier nicht. Ehrlich, hier stimmt irgendwas nicht. Können wir das mal zusammen durchgehen? Beginne an der Königstraße Ost. Da bin ich begonnen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hier stimmt. Erstelle eine Linie, die an der Königstraße Ost beginnt und in der neuen Straße endet. Ja, leck mir am Arsch. Kein Wunder. Also, wie kann man denn in einem Text so viele Fehler lesen, Fussi? Was ist denn los mit dir? Neue Straße ist hier hinten. Das ist eine neue Straße Ost. Okay. Kein Thema. Tief einatmen, tief ausatmen. Ich mache jetzt erstmal ein Päuschen, weil das brauche ich. Ich werde irre. Ich muss die Strecke 16 nochmal umstellen, weil ich weiß nicht, warum ich da unten das Ost überlesen habe. Ich bin auch nicht in der Lage. Sollen wir das mal zusammen machen? Komm, wir bearbeiten die mal. Also, das lassen wir und wir müssen hier hinten hin. Dann nehmen wir das hier weg und das hier weg und das hier weg und das hier weg und das hier weg. Wir sind hier bei 5. 6, 7, 8. Reicht nicht. 6, 7, 8, 9. Reicht auch nicht. 6, 7, 8, 9, 10. Sollen wir das mal so machen? Weil hier durch die Fuzo-Kacke will ich nicht durch. Kirchgasse ist ein Startpunkt. Ich meine, auf der einen Seite wäre es schön. Könnte man eventuell noch 6, 7, 8, 9. Das funktioniert nicht. Also es ist tatsächlich 6, 7, 8, 9, 10. Aber Universität ist so eine der wichtigen, ne? Oh, wie machen wir das denn? 5, das halte ich halt schon mal nicht für verkehrt hier. Oder wollen wir die 5 wegnehmen? Dann wäre das 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, die Kirchengasse, da fängt ein Bus an. Komm, dann machen wir hier 6, hier 7. Dann gehen wir hier durch diese super enge Scheiße durch.
Und das ist jetzt zum Beispiel wieder was, was ich nicht verstehe. Ist das hier eine Einbahnstraße? Ich kann also gar nicht hierher fahren. Es gibt keine Möglichkeit, das in Gegenrichtung zu machen. Stimmt das? Okay, wir haben noch ein bisschen. Ihr macht noch mit. Ich will mal in Gegenrichtung fahren. 6, 7. Acht. Nee, ist auch blöd. 9. 10. Gut, dann machen wir es wegen der Einbahnstraßen tatsächlich so. Oh, ist das eine Kackstrecke. Die wird mir aber überhaupt nicht gefallen. Eieiei, das wird aber nicht schön mit dem ganzen Abbiegen und so weiter. Aber gut, okay, ich habe es mir so ausgesucht. Es gibt sicherlich noch eine andere Variante. Aber auf der anderen Seite, so kriegen wir es wenigstens mal hin. Und können auch mal so Kunstmuseum von der anderen Seite. Kirchgasse wird neu angeschlossen. Und wir kommen dann endlich wirklich mit 10 Haltestellen von der Königstraße Ost zur Neuen Straße. Das wird ein Spaß, oder? Wir haben 150.000. Und das beflügelt mich ja dazu, nochmal eben einen neuen Bus zu kaufen, damit wir schon mal hier 50.000 Money Return bekommen. Und das Schöne ist, wenn wir bei Bussen... Achso, ja, nee, die gespeicherte Strecke fahren wir erst beim nächsten Mal. Ich will Bus kaufen. Komm, einen Bus kaufen wir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 150, es muss einer sein, der modern ist. Wir gucken mal hier hinten, 210. Ich würde ja unheimlich gerne auch mal einen Gelenkbus kaufen. Aber mit 150, da kriegen wir ein bisschen Probleme, ne? 290, also Gelenkbus kann ich tatsächlich keinen kaufen. Das ist doof. Den hier, den macht aber keinen Sinn, weil ich brauche ja einen ab 2013. Was ist denn, wenn wir noch so ein MAN, oder sollen wir wieder so ein, doch, den A37 könnten wir uns eigentlich nochmal gönnen, oder? Dann sind wir ein bisschen im Minus, oder nehmen wir doch nur 210. Wir können auch einen A44CNG nehmen. Das war der mit 44 Sitzplätzen und 3 Türen hat der, ne? Der hat 30 Sitzplätze. Ja, komm. 210 sind wir wieder im Minus. Okay. Jawohl. Jetzt gehen wir auf die Streckenplanung erstmal zurück. Und jetzt kriegen wir nämlich hier das Geld. Und dann sind wir nur noch 9.000 im Minus. Das ist schon mal sehr gut. Und unseren neuen Bus müssen wir natürlich auch nochmal eben einrichten. So, das ist ganz schön viel, ne? Was wir mittlerweile so an Bussen haben. Einmal unsere Farbe. Bitte sehr. Und an Werbung nehmen wir jetzt mal Simbabwe hier. Ne, wie heißt es? Da unten hin und dann muss ich das andere so und so. Sehr gut, so. Hier kommt noch ein Valensina drauf. Sieht zwar blöd aus, ist aber so. Hier das. So, ein bisschen kleiner machen bitte. So, und hier machen wir wieder in schön groß. Genau, das ist dieser Riesenbus, ne? Der ja mit der Doppelachse, das ist ja ein ganz furchtbarer Bus. Also, ganz komisch auch, weiß ich nicht. So, okay, dann haben wir den. Dann müssen wir jetzt noch einen Busfahrer einstellen. Erstmal das Verlassen natürlich, dann einen Busfahrer einstellen. Da haben wir doch bestimmt noch einen mit 740. Hat eine Ausbildung zum Bäcker begonnen, war früher Fahrerin schwerer LKWs, kann ich zwischen Rot und Grün unterscheiden. Brauchst du hier auch nicht. Die fahren dir trotzdem in die Karre, Schätzchen. Alles J. Willkommen an Bord. Und damit wir das beim nächsten Mal auch richtig kriegen, schicke ich dich mit auf... Die ist aber auch blöd, oder? Was war denn unsere hier? Die 7, die bringt am meisten Kohle, ne? Da können wir noch richtig was draufsetzen. Wobei, da sind 2, 4, 5 Fahrer drauf. Mit 42.000... Das heißt, jeder bringt so ungefähr ein bisschen. Hier ist einer drauf, der macht 5. 10, 20, 25, die machen also auf jeden Fall mehr. Hier ist einer drauf, der bringt 7. 7. Ja, 7, 14, 21, 28, 35. Nein, wir bleiben hier, komm. Langsam werden die Listen groß. So, das heißt, wir haben mittlerweile 6 Fahrer auf dieser Linie. Das ist unsere Haupteinnahmelinie. Perfekt, so machen wir das. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme von Bus Simulator 16
gerne wieder. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann hinterlasst unheimlich gerne einen Daumen nach oben. Den kann ich nach dieser Tour jetzt hier wirklich gebrauchen, indem ich 3 oder 4 Mal versucht habe aufzunehmen und es immer wieder an so blödsinnigen Sachen gescheitert ist. Jetzt haben wir wenigstens die Sache im Kasten, wenn es auch nicht zu unserem Ziel geführt hat. Und jetzt bei der nächsten Aufnahme hoffe ich, dass wir endlich diese Aufgabe hier vollständig erfüllen, 100.000 Euro aufnehmen und vor allem diesen Aufkleber bekommen. Der ist doch wichtig, den wollen wir doch sehen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play hier auf FatLP. Bis dahin, ciao, ciao.